Hotel- und Restaurantbesitzer, Eventmanager, Hochzeitsausstatter, Landschaftsgärtner, Kunstliebhaber oder einfach nur Genießer schöner Dinge, aufgepasst! Heute bekommt ihr etwas für eure Augen. In diesem Video seht ihr ein Gartenhaus, ein architektonisches Kunstwerk, wie aus dem letzten Jahrhundert, das einfach in jeden schönen Garten gehört. Wir sind heute in der Institution am Bodensee schlechthin. Wir sind in Rex Hotel und Restaurant in Salem. Und hier in diesem wunderschönen Garten, da steht unser Pavillon, unser Jugendstil-Pavillon, und da passt auch hervorragend herein. Und heute in diesem Video erfahrt ihr, wieso und wie er hierher gekommen ist. Zum Haus hier. Das Haus wird geführt von drei Schwestern in der zweiten Generation. Und der Vater von den drei Schwestern war ein Kunstliebhaber. Also er hat bereits die Wirtschaft hier geführt. Und als Kunstliebhaber hat er natürlich sehr viel gesammelt. Und dann sind die Schwestern mit der ganzen Kunst auch groß geworden. Dadurch ist die Verbindung oder die Liebhaberei zur Kunst einfach geblieben oder wurde entwickelt. Und dieser Pavillon, der Jugendstil-Pavillon, der ist wie ein Kunstwerk hier in diesem Garten eingearbeitet. Noch kurz zu diesem Hotel einige Sätze. Eine von den Schwestern ist Sterneköchin, dadurch ist die Küche natürlich hier ganz ausgezeichnet. Das Ambiente in dem eigentlichen Restaurant, was befüllt ist mit Kunst aus dem vergangenen Jahrhundert, ist wunderschön und es ist eine wunderschöne Zeit zum Ausspannen hier. Und als Gegenstück genau gegenüber haben die Schwestern vor 6 Jahren das Pardon gebaut, einen modernen Bau mit einer Museumskuppel. Und in der Museumskuppel ist Kunst ausgestellt von Künstlern aus der Region. Darauf wird hier sehr viel Wert gelegt. In dem Gartenhaus, also in der Kunstkuppel, das wird als Rex Gartenhaus genannt. Und zwar deswegen, weil jedes Zimmer direkt in den Garten hinaussieht. Das ist auch ein Sparbereich, und wenn man durch den Sparbereich durchgeht, nach draußen kommt man an einem kleinen japanischen Garten vorbei. Und am Ende, wenn man aus der Sauna direkt hinauskommt, geht man in den Duschwald. Die Schwestern legen hier einen Wert auf die Mischung von gutem Essen, von Erholung, von Ausgleich, von Kunst und einfach von Entspannung. Und das spürt man hier in jedem Bereich. Jeder Landschaftsgärtner sollte sich hier einmal umschauen, wie schön die Wege angelegt sind. Das erzähle ich auch immer unseren Bauherren. Macht nicht diese rechteckigen Abgrenzungen oder rechteckige Wege. Ihr müsst das Ganze natürlich machen, so wie die Natur ist, so geschwungen. Und das könnt ihr hier sehr schön sehen. Der Pavillon hier ist etabliert, genau als Pendant. Gegenüber steht ein Rebhaus, nicht Red, sondern Rebhaus. Und das wurde aus Meersburg, aus dem Weingarten geholt und hier wieder aufgebaut. Und wenn man im Park spazieren geht und kommt daran vorbei, kann man sich einfach daran erfreuen. Vorbei kommt man auch an den einzelnen Kunstgegenständen, die immer wieder wechseln hier und von Künstlern aus der Gegend sind und im Park aufgestellt sind, und geht vorbei und kann an das Festhaus gehen. Und das Festhaus ist aus dem Jahre 1902, und das sieht innen klasse aus und außen ist es wunderschön und hat natürlich dieses Grün. Ich sage, es ist eigentlich ein schwedisches Grün, was sich in Schweden sehr oft gesehen hat, eventuell weil es aus der gleichen Zeit stammt. Aber die Villen um Stockholm herum, die haben die Fenstereinrahmungen und Abgrenzungen zum Herrenhaus gelb in Schweden auch in diesem Grün. Und das Festhaus, das ist praktisch ebenfalls in dem Grün, und im gleichen Grün haben wir den Pavillon hier gehalten. Das ist bei uns, wenn wir auf die Internetseite gehen, das Englisch Green. Und dann habe ich die Besitzerin gefragt, warum denn nun ausgerechnet diesen Pavillon, warum musste es denn ausgerechnet der sein? Der hat ein paar ganz besondere architektonische Merkmale. Hier ist zum Beispiel keine Flachpagode oben, wie sie sehr oft gebaut wird. Einmal, weil es baurechtlich gar nicht anders geht in vielen Fällen, also man muss das abklären, sondern dieser Pavillon hier hat eine Spitzpagode, eine sehr steile, hohle Pagode, und dadurch sieht der Pavillon von Weitem sehr schlank und elegant aus. Das Dach ist hier mit Kupfer gedeckt, und zwar in Bahnen. Und natürlich seht ihr hier die handgearbeitete und handgelötete Dachrinne, ebenfalls aus Kupfer. Und das ist natürlich von der Handarbeit und von der Fertigkeit sehr aufwendig. Ich habe die Besitzerin gefragt, warum nun ausgerechnet dieser Pavillon. Und sie sagt mir, sie waren auf der Home in Garden und dort hatten wir eine Ausstellung. Und da stand dieser Pavillon und sie haben es gesehen und sich sofort in diesen Pavillon verliebt und wollten ihn unbedingt haben. Und natürlich nutzen sie ihn auch selbst. Die Gäste können sich hierher zurücksehen. Er ist dazu gedacht, dass sich die Gäste ein Buch nehmen können, hier lesen können, können auf das Wasser schauen. Das ist immer beruhigend, wenn man Wasser plätschern hört und sieht. Ein richtiges Rückzugsrefugium. Und natürlich ist es auch für die Besitzer selbst. Denn wenn man Koch ist oder Köchin ist und man hat sehr viel in der Küche zu tun, dann ist es immer die Person, die die wenigste Zeit hat und den meisten Stress hat. Und
Im Grunde genommen haben die Schwestern beschlossen, dass das auch für sie, also für die Alexandra, die in der Küche steht, der Pavillon ist, um sich einmal zu entspannen und nicht so weit wegfahren zu müssen. Hier habt ihr die gleichen Features, wie ich euch das schon beim den letzten Pavillon erzählt habe. Ihr habt hier die Sturmhaken, damit die Türen nicht zuschlagen können, wenn sie offen sind. Und es ist auch jetzt wunderschön, das ist alles aufgestellt. Und dadurch hat man natürlich eine gute Belüftung. Aber es ist natürlich auch so, wie ich euch das erzählt habe, dass hier in dem Pavillon eine direkte Belüftung von unten nach oben ist, weil der Pavillon unten hohl steht und ganz kleine Abstände hat. In dem Eicheboden, der wie so ein Schiffsboden verlegt ist, die kleinen Abstände, da zieht die Luft rein. Und oben habt ihr eine Öffnung, wo die Pagode oben zusammenkommt und die ist offen. Und da ist ununterbrochen eine Luftzirkulation. Dadurch können auch diese Möbel im Winter hier drin stehen bleiben und werden nicht muffig, es wird nicht feucht, weil man eine ununterbrochene Belüftung hier drin hat. Und es wird im Sommer nicht warm, wie ich es gerade gesagt habe. Das Besondere an diesem Pavillon ist, dass es nicht nur dieses Oktagon ist, diese acht Ecken, die so besonders sind, weil dort eine ganz besondere Energie fließt. Das heißt, in vielen Regionen symbolisiert ja diese Zahl 8 Unendlichkeit. Das Unendlichzeichen ist ja auch eine liegende 8. Sie symbolisiert Frieden, Harmonie und Balance und den Fluss von Energie. Und das merkt man, wenn man in so einem Achteck drin steht. Wir hatten einmal ein kleines Mädchen und das kam mit ihrer Mutter und das Mädchen war blind. Es konnte ja praktisch gar nichts sehen. Und als es in den Pavillon kam, stand es da und hat einfach nur selig gelächelt. Das war so ergreifend, dass uns die Tränen gelaufen sind. Aber das ist einfach so. Wenn man in diesem Pavillon ist, dann ist man wie abgeschottet von der Außenwelt. Die Außenwelt bleibt draußen, man ist trotzdem im Garten. Es ist einfach ein Rückzugsort, ein Refugium. Früher war es eben nur der privilegierten Schicht vorbehalten, so ein Pavillon im Garten zu haben. In England ist es mal ganz Übliches gewesen, dass sich die Frauen im Garten so ein Pavillon geleistet haben und sich dort von der Hausarbeit, von der Kindererziehung aus dem eigentlichen Haus zurückziehen konnten. Das Besondere an diesem Pavillon ist, dass wir hier hinten einen Anbau haben. Der Anbau, der ist mit dem gleichen Material gedeckt wie das Dach, also hier aus Kupfer. Und dieser Anbau, da kann man einen Schrank reinbauen, eine Vitrine. Es gibt sogar Menschen, die sich ein Bett reingebaut haben, dann ist er etwas breiter. Oder sich ein Bücherregal reinbauen. Hier dient er dazu, dass dort ein Kühlschrank reinkommt. Der ist noch nicht drin, der kommt aber demnächst rein, hat mir die Inhaberin verraten. Und dann werden hier Austern und Champagner ausgeschenkt aus diesem Kühlschrank. Und hier seht ihr natürlich alle Details, die ihr auswählen könnt. Hier sind an den Fenstern die Fensterborde angebracht und die Fensterborde sind auf kleinen Konsolen. Das Gleiche kann man auch oben über den Fenstern machen, dann kann man oben noch Bücher hinstellen. Sieht auch sehr schön aus, kann man maximal eine ganze Runde, also 8 Stück, könnt ihr anbringen. Und hier sind bei den Fensterborden sind hier 4 angebracht, die 4 deswegen, damit man bequem auch einen Sessel stellen kann. Schaut euch einmal an, wie fein die ganzen Tischlerarbeiten gemacht sind. Ich habe das euch schon mal erklärt, dass das alles in kompletter Handarbeit gemacht wird. Das heißt, hier wird jedes Holz einmal grundiert, wird mit der Hand geschliffen, wird wieder lackiert, wieder geschliffen, mit der Hand geschliffen und wieder lackiert. Durch dieses Verfahren und mehrmalige Streichen und mehrmalige Einarbeiten der Farbe in das Holz hat man diese ganz weiche Haptik. Es ist so kunstvoll gemacht. Schaut euch unten wieder an, da habe ich wieder den kleinen Sockel mit den 15 cm. So sollte es immer aus dem Boden herausstehen. Er sollte nicht direkt auf dem Boden stehen. Das Holz soll keine Verbindung haben mit der Feuchtigkeit zum Boden. Deswegen ist es immer gut, wenn er ein bisschen erhaben steht. Und ihr habt natürlich wieder unsere nach außen öffnenden Fenster, die ihr auch schon kennt. Das heißt, mit den Stellstangen kann ich, egal in welche Richtung ich das Fenster aufhaben möchte, das Fenster in jede Position einhaken und stellen. Und auch wenn Wind geht, kann da nichts passieren. Jetzt könnt ihr das Ganze noch etwas bewundern, wie es hier toll gelegen ist in dem Garten. Und ihr seht, es ist einfach eine Perle und die Umfassung ist der Garten. Und sie kommt durch den Garten erst richtig zur Geltung. Und wenn ihr mehr über den Pavillon erfahren wollt, dann klickt ihr einfach unten auf den Link
in der Nähe des Videos. So, nun sind wir schon wieder am Ende und ich habe euch alles erzählt über dieses Kleinod hier im Garten im Saalen. Und ich würde mich natürlich wieder freuen über eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren unter diesem Video. Und verpasst auf jeden Fall nicht die nächsten zwei von mir empfohlenen Videos. Dort erfahrt ihr noch mehr über unsere Gartenpavillons. Und vergesst jetzt nicht, hier diesen Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein brandneues Video herausbringen. Und wir haben super Sachen für euch vorbereitet. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Dann wird es auch anderen Zuschauern empfohlen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.